Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tryin mit Ass Reiter. Ja, hallo und recht herzlich willkommen und ich grüße auch Knolle. Ja, hallo. Ja. Ja, okay, ich bin der Dingens, wie heißt es? Zauberfliege. Zauber und jetzt muss ich irgendwie hochkommen und schaff's wahrscheinlich wieder nicht, ist auch klar. Geht da hinten irgendwo noch was hoch? Nein, aber hier ist ein Skelett jetzt. Ah ne, da müssen wir sogar weiter nach da rechts, glaube ich, ne? Ja. Da ist auf jeden Fall so Drehdinger. Da ist aber eine Tür, dann müssen wir die irgendwo anders aufmachen. Wie geht die nur auf? Oh, ich habe gerade wieder einen Levelaufstieg. Oh. Okay. Habt ihr die mit schneller zu laden? Ja, das ist immer gut. Da steht LT stürmen, ne? Ach, das ist die dicke, ne? Mhm. Musst du in eine Richtung laufen und dann musst du das machen. Aber am besten nicht in die Stacheln. Das kostet Mana. Der stürmt bei mir nicht los. Das ist doch der untere Taste, oder? Ja, die große. Ja. Warte. Irgendwie will der das bei mir nicht. Ah, jetzt hat er das gemacht. Oder? Nee, das warst du ja. Links. Die musst du aber auch nehmen, ne? Ja, unten links, ne? Ja. Laufen und drücken, oder? Ja. Länger drücken, oder wie ist das? Ich glaube, ich muss länger drücken, ne? Ah, dann läuft er erst nach einer gewissen Zeit los, ne? Alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Okay, aber muss am Dummen gesagt werden, ne? Gibst mir mal gerade den Dieb, dass ich da hochkomme? Oh, ich hab's geschafft, aber wo kriegen wir denn jetzt das Tor da auf? Hast du da schon was gesehen? Da links geht's, rechts geht auf jeden Fall noch weiter. Ja, da ist doch unten so ein Tor, oder nicht? Warte. Oder sehe ich das? Wo bist du da denn lang jetzt? Ah, hier unten, da ist ein Schalter. Okay, dann mach doch mal den Schalter, dass das Gitter da runter geht. So ist es. Hat geklappt, wunderbar. So, ich habe wieder den Dingens übernommen und bin erstmal in den Tod gesprungen, aber es ist komischerweise nichts passiert. Hast ja eine dicke Rüstung an. Aber was mit dem schneller Laden, das hat sich richtig gelohnt. Ich bin rüber. Aber wie schnell das jetzt geht. Ah ja, ich weiß nicht. So, jetzt sind wir hier erstmal am Dingenspunkt. Ah. Da oben ist so eine schicke Kugel, ne? Oh, die tut weh. Oh, die tut zweimal weh. Ja, ich hatte mich auch erwischt. Ah, ich bin schon weiter hier aus dem Fahrstuhl. Also irgendwie springt sich das hier doof. Hallo, willst du mal nochmal springen, ey? Oder nicht da unten reinquetschen? Ah, super, mich hat's das zweite Mal erwischt. Toll. So, jetzt müssen wir hier runter. Da unten geht's weiter. Muss ich Angst haben? Oh ja. Nö. Das war ein Fahrstuhl. Okay. Dicker Zahn im Hintergrund. Wo bin ich? Da sind ein paar mehr. Oder links ist ein Skelett. Oh ja. Ne, ich krieg das nicht. Oh Gott. Ich hab's. Guck mal. Kommt noch eins? Nein. Nee, das ist voll cool. Man kann hier... Das Rad, das dreht sich dann schneller, ne? Warte. Und ich bin dann tot gleich, pass auf. Nö, du kriegst ja keinen Schaden. Wieso krieg ich keinen Schaden, ne? Steht das einer? Nö. Nur weil ich so eine Rüstung anhab, oder was? Nee. Wo müssen wir denn weiter? Da unten, oder was? Nein, unten, ich glaube oben. Ja, da sind lauter Stacheln. Ich fall da gleich runter, wenn du das Ding so schnell drehen lässt, ne? Ja, warte. Wo muss ich denn weiterlaufen? Ach, da schaffe ich doch nie solche kleinen Stege da hoch. Oh, nee. Ich brauche da was anderes, glaube. Da kann ich mich doch irgendwie langkrangeln bestimmt, oder? Nee, das geht nicht. Habe ich auch schon ausprobiert. Ich versuche, um das Skelett zu töten. Oh nein, das ist ja dann gar nichts für mich. Ich komme noch nicht mal das Rad hier wieder hoch. So. Wieso zeigt er mir eigentlich ewig dieses Losstürmen an? Keine Ahnung. Ja, ich habe ihn getroffen. Oh. Das kann's doch nicht sein, oder? Warte, oh. Nee, nicht da hochspringen, nicht da hochspringen. Ich versuche jetzt hier.
Ach so, was draufzulegen für mich. Ach, das sind Zahnräder. Jetzt sehe ich das erst. Ich habe die Zahnräder nicht gesehen, weil hier dieser doofe Controller immer angezeigt wird und ich überhaupt nicht weiß, wie ich den loswerde. Aber jetzt dreht sich auch nichts mehr. Warum habe ich so eine blöde Anzeige da oben? Keine Ahnung. Ich krieg die auch nicht los, oder? Jetzt ist sie weg, nachdem ich irgendwie ins Menü Inventar gegangen bin, oder? Oh. Nee, ne? Ich komme da nicht hoch, ich bin zu schwer, oder was? Nimm die Magierin. Die Magierin. Zauberin. Aber mir wird unten übrigens angezeigt, dass ich als Waffe einen Bogen hab. Es muss wohl so sein. Der Dingens ist wohl so schwer, dass sie da nicht hochspringen kann. So, hier musst du jetzt mal dein Schild hochmachen. Wo? Das Schild hochmachen, da oben ist eine Kiste und zwei Erfahrungen. Ach so, hochspringen, weil es geht da so? Ja. Yep. Levelaufstieg. Das habe ich auch eben gemacht. Blauer Meisterstein. Was macht der? Inventar. Da geht nicht. Geht nur beim Bogenschützen, oder was? Erhöht die... Nein, das ist ja, geht Zauberer. Nur beim Bogenschützen. Erhöht die maximale Anzahl der Kisten um 1. Zauberer. Erhöht die Anzahl der Pfeile. Das ist einfach im Bogen der Diebe um 1. Warte, habe ich jetzt 4 Pfeile? Ich habe 4 Pfeile. Okay. Wer es braucht? Oh. Ich nehme das mit dem Feuerbogen, glaube. Oh. Ja. Das war toll. Was denn? Da oben sind die Planken verschwunden. Und wir sind runtergefallen. Ja, oh. Was drehten sich das so schnell? Okay, das passt wohl. Dieser Stein war das, oder was? Mhm. Okay, ich bin da drauf gekommen, aber der springt ja sowas von langsam. Ja, haben wir dich hochgebackt. Sieh da drüben. Was ist das? Eine Art Buch? Ja, ich werde es mir genauer ansehen. Okay. Ja, kann ich aber nicht. Was ein Idiot. Vielleicht lerne ich da jetzt einen Zauber. Achso, hier geht's ins nächste Level. Okay, was machen wir dann? Dann sind wir leise und hören der Geschichte zu. Genau. Mit großem Enthusiasmus verschlang der Zauberer den Inhalt des königlichen Tagebuchs. Von besonderem Interesse waren die letzten Seiten, in denen der König davon erzählte, wie sie die seit langer Zeit verlassenen antiken Ruinen gefunden hatten. Statuen der Tugend und Architektur jenseits jeglicher Vorstellung hatten den König sichtlich beeindruckt. Das Tagebuch des Königs beinhaltete nicht viel über die Artefakte, aber die anschaulichen Beschreibungen passten zu den Zeichen im Grab des ersten Hüters. Der Legende nach existierte ein Platz, den die Hüter ihr Zuhause nannten. Wenn dies wahr war, und die Ruinen der Ursprung der Artefakte waren, würden unsere Helden am Ende vielleicht doch einige Antworten finden. Das Tagebuch enthält eine sorgfältig erstellte Karte der Ruinen. Sie waren in der Mitte eines weit entfernten Waldes. Unsere Helden folgten der Wegbeschreibung aus dem Tagebuch des Königs. Am Rande des Waldes hatte die Diebin eine merkwürdige Empfindung. Ein warmes Gefühl in ihrem Herzen. So, das war's, hä? Ja. Dann starte ich jetzt. Ja. Wir haben einen langen Weg vor uns, wenn wir die Ruinen vor Anbruch der Dunkelheit erreichen wollen. Es ist so still hier. Ich habe das Gefühl, mir fällt ein Stein vom Herzen. So. So, links war so eine Fiole da hinter den Büschen oder sowas, so ein grünes, ne? Kommt man da hin? Ich nicht. Ah, warte, wir können das wahrscheinlich mit dem Dingens lösen. Warte, jetzt habe ich den Magier, ne? Jetzt habe ich den. Guck mal, ob du draufspringen kannst und dann da hinkommst. Jo. Wunderbar, dann haben wir es geschafft. Und ich habe wieder dieses doofe Losstürmen angezeigt und es will nicht losstürmen.
Wann kriege ich dieses Losstürmen weg? Diese Anzeige vor allem, das ist ja nervig, ne? Weiß nicht, vielleicht kann man das in der Einstellung ausstellen. Tooltips. Kann ja mal gerade gucken. Einstellung, gucken wir jetzt. Visuelle Einstellung. Nein. Steuerung konfigurieren, nee, kann ich. Nur weiß ich nicht, da musst du vielleicht nachher nochmal gucken. Ja, ich verstehe es nicht, was der Blödsinn da oben soll. Das geht normal, wenn man das einmal benutzt hat, weg, aber irgendwie diesen Dingens tollen Angriff, den macht er auch gar nicht bei mir irgendwie, finde ich. Oh, die klappen zusammen. Wer klappt? Ach, da oben, so. Ja. Die kommen ja nur auf mich zugerannt. Da vorne ist eine Kiste. Ich schieb mir gerade erst eine andere Kiste, passend, dass ich da auch wieder hochkomme. Warum springt der denn so langsam? Ja, das ist komisch, ne? Also ich krieg den nicht hin. Mit den anderen geht das, glaube. Aber wenn ich mit dem springe, geht das schnell. Also man kann es auch mit dem schaffen, aber... Aber merk schon, dass es schwerer ist, oder? Bisschen. Achso, dann geht das auch runter, das ist ja toll. Nein, das geht nicht. So, draufspringen. Wie Zeitlupe ist es jetzt bei mir? Du ruckelst irgendwie. Schlechte Verbindung, ne? Ja, wahrscheinlich. Dann liegt es an Steam, genau, an Steam. Na super, ich krieg's dann nicht hin jetzt hier. Oh. Nee. Ich kann ja mal gucken, ob ich hier noch einen Checkpoint finde, dann kannst du dich ja vielleicht irgendwie töten oder so. Also warum der jetzt hier nicht will, weiß ich auch nicht. Ich krieg's nicht hin, da hochzuspringen. Dadurch, dass es so langsam ist, habe ich da gar keine Chance. Ich sehe das aber auch, also eigentlich... Ich weiß es nicht, ob es an der Verbindung liegt. Oder habe ich irgendwas in dem Inventar gemacht, dass das nicht gut ist? Ich habe keinen blassen Schimmer hier. Mal nochmal Inventar gucken. Aber du kannst jetzt eigentlich rein theoretisch töten, weil ich habe hier einen Checkpoint. Ist da irgendwas hier mit? Kann ich da was austauschen? Stell das Mana wieder her, solange der Charakter nicht aktiv ist. Erhöht das maximale Mana um 5%. Senkt den Mana-Verbrauch. Aber das ist ja... Keine Ahnung, was das ist. Dann spring mal in den Tod, dann kommst du wahrscheinlich bei mir wieder raus. Jetzt habe ich es geschafft, ne? Ist ja klar. Wo muss ich denn noch einmal darüber, oder was? Ja. Ach, da oben ist er. Aber du kannst doch in die Stadt... Ah, ne, mach lieber so. Okay, gut. Und da ist das Tor. Ja, und da oben muss man irgendwie rauf, oder was? Ja, man kann sich hier, glaube ich, langhangeln. Geht, glaube ich, am einfachsten. Aber da oben ist ja auch noch links was, ne? Ist da eine Tür, oder was? Nein, da habe ich... Da Tor ist... Ach, warst du schon. Ach so, hast du schon geholt. Ja. Kannst du jetzt die Zauberin nehmen und das... Die Zauberin, wie soll ich immer Zauberin? Ja. Das ist aber nicht die Zauberin. Vielleicht, weil sie einen Feuerbogen hat, den ich auch so oft benutze. Ungefähr nie. Okay, ist hier ein Tor wieder, oder was? Ja. Wo geht's weiter? Da sind auch so Klappen, ne, oder? Ja, wechsel mal den Charakter. Ja, ich schieß von dem Feuerbogen nämlich nur ein. Lohnt sich ja gar nicht. Ist nur einer da, oder was? Wo kommt Wenn ich Feuerbogen schieße, dahinter ist noch einer da. Hier links. Ich bin stark. Wo kommen die denn weg? Ah, jetzt gehen die Klappen hoch. Interessant. Ja, hier hinten ist ein Schalter. Ach so, alles klar. Ich war mal so fragen, ob die dann aktiviert. Jetzt nicht. Also bei mir geht's gar nicht, ne, mit der Ruckelei. Ja, das sehe ich auch. Keine Ahnung, was das ist. Oh.
Nee, das macht keinen Spaß. Da müssen wir, denke ich mal, jetzt auch die Folge beenden. Ist sowieso, glaub, Zeit. Ich kann ja mal gucken, ob da hinten in nächster Nähe ein Checkpoint ist. Ich laufe jetzt über diese Brücke. Das ist alles prima. Irgendwas ist hier. Ach, du bist jetzt auch hier? Hier unten ist eine Kiste. Wahrscheinlich für den Zauberer endlich mal. Hoffe ich zumindest. Mhm. Fischhaut. Ja, das ist wahrscheinlich, dass man länger atmen kann. Hört sich schon so komisch an. Ja. Ermöglicht unbegrenzte Aufenthaltsdauer unter Wasser. Gut. Ja. Was passiert jetzt? Jetzt? Das ist immer ein Tag gelandet, ne, oder? Ja. Bei wem denn? Bei allen? Oder wie läuft das? Bei mir ist es beim... Ah, beim Dieb, ne? Hast du es jetzt in so... Was ist denn das jetzt? Blauer Meisterstein? Armschützer? Ne, wo ist denn das Ding? Ach, da rechts. Das ist so eine Kette mit solchen zwei. Fischhaut. Ich dachte, Fische haben Schuppen. Keine Haut. Tja. Wie man das so nennen will, ne? Ach, hier ist der nächste Checkpoint. Muss ich nur einfach nach rechts, oder was? Ja, ich weiß nicht, wie man da hochkommen soll. Ich denke mal, der Zauberer wird da eine Lösung für finden. Geh mal da weg. Ach, der kann ja nicht zaubern, das ist ja auch toll. Irgendwo da hinten müsste die jetzt... Ach, die geht unter. Kommt man nicht hoch, ha? Das ist aber doof. Wie soll man denn da hochkommen? Mal nach unten schwimmen? Geht das? Nee. Da unten sitzt eine Kiste fest. Hast du die da reingeschmissen? Könnte sein, ne? Nee. Die war da schon, aber die kann man ja nicht rausholen. Man kann ja nicht unter Wasser zaubern. Warte. Haben wir was übersehen? Müssen wir vielleicht oben rum dann doch? Die schwimmt oben, die Kiste. So. Dann müsste jetzt eigentlich gehen. Ja, ich bin oben. Ah, das war eine größere Kiste, oder was? Nee, die schwimmt oben. Wahrscheinlich, weil das Holz ist. Okay. In den anderen sind ja nur Löcher drin. Ja gut, dann würde ich aber sagen... War es das für diese Folge? Und wir würden uns freuen... Wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss.